Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Wildes Leben. Ja, ich habe ja sehr viel zu tun gehabt, vor allem mit Genex, einem Kumpel, der Livestreams macht. Das hat mir ein bisschen die Aufnahmezeiten am Abend weggenommen. Wir haben aber extrem viel Spaß, also es freut mich riesig, dass ich so gut ankomme, vor allem bei der Genex Community. Und sie sich einfach freuen, dass ich schon recht toll, ja, sie ein bisschen, ja, vor allem, ja, die Livestreams ein bisschen verstecken kann, genau. So, außerdem bin ich sehr viel unterwegs, ich genieße den Sommer, deshalb, ja, muss ich euch leider auch ein bisschen sagen, dass der Sommer schon ein bisschen schwer ist für mich und für den Kanal. Aber ja, keine Bange, es kommen immer wieder Videos. Ihr dürft sagen, ihr dürft schreiben, ihr wollt gerne wieder Videos. Ich kann es schon arrangieren, aber eben, wenn die Zeiten dann noch beansprucht werden, so. Schaut einfach bei Jennings vorbei. Der hat eben immer wieder am Abend ab 7 Uhr Zeit für euch. Da bin ich auch dabei. Sucht's mal ihn. Und ja, zwar nicht täglich, aber halt 2 bis 3 Tagen. Und vor allem geht's ja online, da bin ich dabei. Bei den anderen, da muss ich halt immer wieder das Minecraft umstellen oder ein anderes Spiel installieren und so weiter. Ist nicht gerade so das, was ich gerne mache. Aber hier auf dem Kanal seht ihr vor allem Gameplays. Dann auch mit Path of Exile, Fall of Orianna, irgendwie so etwas. Ich kenne das jetzt gar nicht auswendig. Und das wird dann, ja, wird einfach das Tollste, wird dann gezeigt. So, ich möchte wegen dem Sattel schauen von Chocobo. So, Chocobo-Sattel. Ja, eine Chocobo-Feder haben wir, hä? Ich will noch Elefantensattel. Da komme ich gleich auf eine neue Idee, dass ich irgendwas mit Elefanten mache, aber dann irgendwo in die Wüste gehe. Zwar möchte ich schon eher mit Ding, sag schon. Elef, geh nicht. Muss ich mich kurz ein bisschen durcharbeiten hier. Ja, dass wir hier irgendwo in der Wüste etwas bauen, damit ich ein bisschen Abwechslung habe, damit ich auch ein bisschen Motivation noch habe. Weil es ist natürlich jetzt schon extrem oft so, dass ich viel baue. Und da möchte ich schon etwas Motivierendes haben. Wieso nicht mit Elefanten und Chocobo mischen? So, bin mal gespannt, wann es kommt. Weil sonst kann ich das nirgends. Ah, Mammut, genau, Mammut ist ja das Tier. Voll nicht drauf gekommen. Ja, wir haben so viele Blöcke. Das ist jetzt mal Chocobo, das ist ja. Kenne ich mich ja ein bisschen aus. Ja, und da kommen die. Hab ich das verpasst? Hä? Ist das schwer zu finden, weil das sind meistens viele Blöcke von Mo Creatures. Das ist jetzt irgendwo dazwischen. Ja, Natur, also Forest, genau, nicht Natur. Natur ist dann eine andere Mod. Mit den Pets können wir dann auch viel machen. Wir haben ja einen Bogen, wir haben einen Zaubertisch bald. Können den auch mal herstellen. So. Hier muss es sein, hier. Ein Kraftsattel. Ja, das ist wahrscheinlich für die Pferde.
Ja, schwer. Das ist meine Kultur wieder. Ah, da. Man sieht gar nicht so die Ding. Ein Elefant Harness brauche ich wahrscheinlich, die anderen brauche ich nicht. Wir brauchen Hide, wir müssen also ein paar Wildtiere töten. Also mal kurz schauen. Da ist nichts drin. Irgendwo habe ich da. Was muss ich drücken? B. Nein. Kann ich hier schauen, hä? Ich habe den Rucksack gar nicht dabei. Deshalb. So. Jetzt habe ich ihn drauf. Okay, schleichen und Rechtsklick. Nehmen wir den mit. Das ist kein Hide, das ist Fur. Ja, wir brauchen Hide, also Boar. Ich hoffe, die sind noch häufig, weil ich so ein bisschen runtergesetzt habe. Wir suchen also eine Wüste in diesem Part und werden dort mal beginnen, einfach zu bauen. Und hier werden wir anpflanzen. Einfach alles anpflanzen und dann mit den NPCs am Leben halten, also am Junkladen halten. Schade, dass es so wenig. Weg. Ah, es ist da drüben, gell? Die Kiste hier. Gut. Tue ich die rein? Die auch. So, Hide haben wir, aber wir brauchen einen mehr. Zwei mehr. Gut. Also, wir gehen in eine Richtung. Und zwar, da oben wäre schon cool. In welche Richtung wäre am besten? Ich denke, ich könnte gut nach oben links gehen. Also, einen Boden machen. Zum Beispiel oben links hingehen. Ja, ich crafte wieder. Mal einen kurzen Crafting Table draußen machen. Besser erreichbar. Ah, da haben wir aber auch noch einen zum Mitnehmen. Genau. So, also es wird viel passieren, es wird viel gebaut in den nächsten Parts. Und ja, vor allem auch wieder angepflanzt, bisschen mehr angepflanzt. Nein, automatisch, den will ich nicht. Dass das Item automatisch dann aufgesteckt wird unten. So, wir gehen rings um dieses Biom. Dem Redwood Forest, glaube ich. Ich liebe irgendwie Elefanten, weil es auch eine Gottheit in Thailand ist. Außerdem, weil es einfach Tiere sind, die wirklich majestätisch und ja, kraftvoll sind, ein bisschen kräftig aussehen und sind, oder? Und zwar, weil sie so schön tröten. Außerdem passen ein bisschen Chocobo dabei, dazu hin. Also, es geht nicht so gut dorthin. Pinguin, okay. Oh, da ist ein. Ich glaube, ich habe ein Bett dabei. Ja. Gehen wir mal kurz dorthin und schauen, dass das Reife sind. Ja, es sind keine Reife. Was auch immer es ist. So. Ja, nicht im Sattel. Dankeschön. Gut. Ja, die machen komischen Lärm. Das sollte auch ein bisschen realistisch sein. Ah, Papaya, genau. Bin gar nicht drauf gekommen. Wegen der Farbe. Ja, und Kirschen. Schade, es sind nie reif. Man muss immer lange warten. Na gut. So, wir gehen einfach außen herum und schauen, dass wir
irgendwo eine Wüste hoffentlich finden. Muss nicht unbedingt eine Wüste sein, kann auch eine Oase sein. Beziehungsweise so ein tropisches Gefilde. Aber wäre natürlich sehr cool. Eine Kiste? Okay, von Marikultur. So. Da haben wir noch ein Biom, das... Nein, es ist nicht das Frucht... Also, Fruchtbäume-Biom. Okay, schade. Aber so ein Biom möchte ich gerne wieder haben. Weil eben Fruchtbäume können wir viel anpflanzen. Da ist auch eine Kiste, oder? Nein? Doch, ist eine Kiste. Nein, das ist ein Erdblock. Sah so detailliert aus, deshalb... Okay, dann ist hier eigentlich fertig mit Norden, hoffentlich. Können wir nach links gehen, nach Westen. Ja. Aber es sind tolle Fruchtbäume da, müssen wir mal erkunden. Und einen Spawner hin tun. Ein Junkloader. So. Da ist Kokosnuss. Ja, dieses andere Gooseberry, genau. Gut. Richtung Farm. Ja, möchte ich nicht unbedingt. Trotz abbauen. Da haben wir noch ein bisschen dunkleren. Ja. Gut. Also. In diese Richtung möchte ich ein bisschen schräg runter. Ja, sehr viele große 2x2 Bäume, Biome. Okay. Hoffentlich finden wir heute schon etwas. Weil es ist natürlich unwahrscheinlich mit vielen Biomen. Das ist es nun mal. Okay, hier haben wir mal so ein... Ja, wie soll ich dem Biom sagen? Schon fast Herbst. Mischbiom. Ja? Da haben wir ein Ahorn-Biom. Ja, und da geht es nicht weiter. Schade. Ahornbiom ist ja schön, aber ja, man hat nicht so gerade etwas im Blick. Also da könnte ich schon ein bisschen Hilfe gebrauchen. Da dürfte ich gerne wirklich etwas vorschlagen. Aber beginnen wir mal doch mit Elefanten. Und gehen dann Schritt für Schritt weiter. Machen immer so kleine Städtchen. Und genießen es doch. Wir sollten es genießen. Es ist zwar schwer, natürlich, so vielen Biom-Mods, die etwas ändern. Da haben wir Frucht... Nein, das sind keine Fruchtbäume. Das ist also ein bisschen weit. Aber ein schönes Biom. Gut. Noch weiter nach Farm. Vielleicht hinten wieder nach links. Okay. Aber wunderschön, schaut euch mal die Lianen, also Bambus an. Gut. Ich finde es cool, wie Janek so ein erfreuter Mann ist, der mir die Freude zeigt. Das bin ich natürlich nicht so, ich bin ein zielgerechter, also ich tue meine Ziele folgen, auch wenn sie nicht so spannend sind, tue halt verschiedene Sachen machen. Genex will am liebsten einfach alles Livestreaming machen, aber arbeitet natürlich und will auch noch normale Videos machen, darum geht es bei ihm nicht so. Und ich habe halt schon fast noch weniger Zeit. Das ist eben im Winter dann vielleicht doch mehr.
Aber dann müsste ich wieder, ja, dann müsste ich wieder den Körper eigentlich vernachlässigen, oder? Weniger trainieren, weniger schnell sein und alles. Das hat auch wieder... Ja, deshalb möchte ich eher Videos machen, die wirklich längere Zeit auch anschaubar sind, toll sind und so weiter. Oh, Sumpf, Moor. Okay, gut. Tipptopp. Ja, überall Fruchtbäume. Das ist mal ein Biom. Also eine Stadt hier drauf zu bauen, wäre auch mal cool. So eine, ja, wie soll ich sagen, eine Siedlung, die ein bisschen morsch, so ein bisschen moosig ist, so mit bemoosten Cobblestones und so Steinbricks, Stonebricks. Ich glaube, das ist das Biom mit den Apfel, mit dem Fruchtbäumen, hä? Ich sehe aber gerade nicht gerade so viel Neue, aber ich werde trotzdem hier hinkommen. Ist doch toll. Das ist ein neuer Bambus. Den nehmen wir mal mit, so. Und weißes Windröschen. Gut. Also, nehmen wir es mit Muskatnuss, sind nicht reif, schade. Birnen sind auch nicht reif. Ja, da haben wir schon wieder die Schlangen, obwohl sie aus sind, weil, ja, sie nerven einfach mit dem Ton und mit dem Vergiften. Tja. Gut. Da ist ein Bär, der gibt doch Fuhr. Ja, gut. Aber der hat immer so einen Charge-Angriff, der mich trotzdem trifft, obwohl er weit weg ist. Ja. Da haben wir noch mehr Bären. Können wir eigentlich das machen, ne? So, wir haben die 4, aber wir wollen natürlich noch mehr. Sehr gut. Das ist ein gutes Bio mit dem. Wunderbar. So, also, Essen. Schade, dass wir gerade keine Früchte haben zum Essen. Pandas, die sind artgeschützt. Die sind sehr geschützt. Nein, nicht töten. Aber den Bauer wieder. So. Ja, leider nicht so die Früchte, die ich gerne hätte. Schade. Du kommst trotzdem noch, ne? Nicht oft, also der Waschbär, der ist eben der Hühner tötet. Ist nicht gerade so toll. Ja, vielleicht ist es auch ein Zufall. Ja, Pfirsich, den möchte ich gerne haben. Ich markiere ihn mal und nehme ihn dann später, wenn wir dann wieder kommen. Dann ist er wohl dann reif. So. Gut. Ja, das Biom ist aber noch ein bisschen länger. Könnte schon noch etwas kommen. Da vielleicht. Ja, sind auch wieder unreif. Was wir hier haben, sind die Flowered Oak Leaves. Ich weiß es nicht genau, die geben Fruchtbäume. Setzlinge. Ja. Ist zu selten. Schade. Müssen wir vielleicht hier noch ein paar Bäume setzen. Wenn es überhaupt so geht. Komm bitte. Ein Sitzling. Ach, schade. Das ist aber ein Pfirsich. Cool. Wow. So, schlafen wieder, hä? Das nehmen wir auch auf Erkundung, wir müssen schlafen.
So. Doch noch ein bisschen Zeit für andere Sachen machen. Ja. Gut. Also, nochmal rein. Ich werde auf jeden Fall dann noch GTA Rollenspiel machen. Auf den Rollenspiel-Servern. Aber da hat Genix gesagt, er möchte natürlich zuerst das Gunrunning DLC ein bisschen vorstellen. Dann gehen wir zusammen rein. Hä? Dann werde ich auch Videos natürlich machen. Sogar mit Genix zusammen. Livestreamen wieder. Und nennt mir mal ein paar diese bösen. Weißt du, da klappt einfach nichts in diesen Mods. Dass es einfach diese Sachen ausmachen können. Nein. Man kann es nicht ausmachen und das ist das Blöde, wenn es doch nervt. Es geht halt ein bisschen auf die Nerven, aber ja. Wir müssen jetzt hier durch. Das ist eine sumpfige. Landschaft. Ach komm. Danke, sterbe ich sogar noch wegen einem zweiten Krieg. Hey, wieso ist die Maus jetzt schon wieder? Shit. Okay, ich teleportiere mich, weil ich ja weit weg bin. Weil es ist wirklich ungerecht. Ja, sterb auch noch. Ist bei dir auch noch so weit zu laufen, das geht einfach nicht, oder? Im normalen Spiel kannst du dorthin laufen mit einem Bett fertig. Ist aber nicht so. Und dass das Spiel halt mit Mods unfair wird, das ist normal. Ich habe jetzt einfach nicht aufgepasst. Ist eigentlich auch schon meine Schuld, aber... Solche Sachen nerven einfach mal. Viel zu wenig Leben. Und dann kommt plötzlich irgendwelche Kreatur, die einem richtig OP ist. Es ist halt einfach nicht gebalanced und es ist ein bisschen schade. Würde ich gerne wirklich ein richtiges Spiel, ein Minecraft haben, wo die Mobs natürlich nicht so viel auch Geländeschaden machen können, dass sie zum Beispiel schon Schaden machen, aber nicht so, dass man das wieder aufbauen muss und so sich wieder regeneriert oder weiß es auch nicht. Da hoffe ich, dass mal wieder ein neues Minecraft kommt. Und wieder die lauten Pinguine. Eine Pinguinstadt wäre auch cool, natürlich. So. Machen wir das aus. So. Leider finden wir nichts. Das sieht ja mega aus hier. Mit dem blauen. Ja, seht ihr. Richtig böse hier. Nun kommen wir nicht vorwärts wegen dem Matsch. Naja. Ach Gottchen. Also bei Umso Plenty ist wirklich sehr nervig manchmal. Man kommt nicht so gut vorwärts, weil alles ein bisschen uneben ist, alles Mögliche. Tja, müssen wir aber durch. Wir gehen jetzt nach Süden, hä? Da finden wir schon etwas. Ich muss unbedingt mehr haben. Ein Krokodil aus dem Weg. Dann rennen wir wieder. Heftig, heftig. Aha, wieder ein Ork. Ein Ahorn. Ich sage es jetzt einfach auf Deutsch. So. Marble, glaube ich. Ja, Marble. Maplewood. Maple. Gut. Ja, ich denke, ich werde wieder Kühe töten. Wie das wieder nicht geht. Weil die Pflanzen hier überall, also
So. Haben aber ja schon wieder so viel im Inventar, dass es nicht geht. Also nicht aufnehmen können. Visual Seeds brauchen wir nicht. Fahren brauchen wir auch nicht. Aber die Dinge will ich mitnehmen. So. Und der Block, den muss ich ja mitnehmen. Dolomit. Selten, aber ja. Nicht unbedingt so wichtig. Weil ihr seht ja, sieht aus wie ein normaler Stein eigentlich. So, da haben wir mal wieder ein seltenes Biom. Jetzt muss ich schauen, was das dann ist. Welches Biom das ist. Da haben wir wieder Quer, gut. Ich werde das so bald wie möglich, wenn ich mal Erde habe, Ding habe, Stein habe, im Ofen brennen, ne? Braten, Basalt. Okay, ist halt auch grau wieder. Welches Biom bist du? Dead Forest. Ah, das Biom. Das kenne ich noch gut. Von Feed the Beast. In einem Feed the Beast Spiel. Ein Modpack. Bin ich da mal gewesen in diesem Biom. So, schauen wir mal kurz. Silk Glades. Ja, passt. Ist passend. Da sind wir halt ein bisschen langsamer. Das da ist der gleiche Farm oder ein bisschen anders. Ja, ist ein bisschen andere. Nein, nicht die, bitte. Komodo-Warane sind so böse mit dem Gift. Schrecklich. Ja, braune Soße. Also nichts von Nüsse gerade, ne? Schade. Müssen wir mehrere Parts da bleiben. Also erkunden. So. Wieder raus aus diesem Biom. Gut. Wunderbar. Also. Ja, dann machen wir im nächsten Part weiter hier. Werde mal kurz irgendwo hingehen, wo ich einen Ofen machen kann. Ne? Aber müssen wir im nächsten Part machen, weil ich sehe gerade schon lange. Gut. Hier können wir bleiben. Dankeschön fürs Schauen. Nächster Part. Hoffentlich ein Wüstenbiom oder ein wüstenähnliches Biom oder ein tropisches Biom und dann bauen wir. Wir werden viel bauen. Hä? Tschüss.